So, dann haben wir hier den edlen Schweineschinken. Der Schinken als Grobteil so, der hat hier die Haxe und den Schweinefuß oder den Hinterfuß. Den schneide ich jetzt hier ab. Hier ist übrigens die Achillessehne oder Achillesferse. Das ist für uns ein gutes Merkmal. Da können wir einschneiden. Und jetzt setze ich vorne am Kniegelenk das Messer an. Vorsichtig, damit ich unten nicht reinschneide und nichts verletze. So, das ist die Schweinehinterhaxe. Die machen wir bei uns in der Regel im Laden als Grillhaxe. Die wird dann mild gepökelt, wird ungefähr eine knappe Stunde vorgekocht. Die wird ja im Prinzip hier vom Fuß getrennt. Dann hat man dieses Teilstück hier. Nach dem Kochen wird sie mit einer Marinade bepinselt und dann im Backofen kross bei 150 Grad nochmal 50 Minuten überbacken, dass die Schwarte möglichst wie Chips bricht und das Fleisch saftig und schön zart ist. Dann wird der Schweineschwanzknochen rausgelöst. Den Schwanzknochen, den Hüftknochen und den Röhrenknochen oder beim Mensch nennt man ihn auch den Oberschenkelhalsknochen. Hier auf diesen Hüftknochen sitzt ein Stück Fleisch. Das war früher auch nur Verarbeitungsfleisch. Es hat viele unterschiedliche Namen. Mir bekannt sind am geläufigsten Kachelfleisch oder Spider, wie eine Spinne. Früher bei uns nur als Verarbeitungsfleisch genutzt. Heute sind doch einige Kunden, die das im Internet kennengelernt haben oder bei einem Kochevent. Hier kann man das übrigens sehen, dass das Bindegewebe in so verschiedene Richtungen ausstrahlt. Und daher der Begriff Spider-Stück. Und es sind welche, die das dann würzen, panieren und als Steak braten. So, ich habe das gemacht und es ist wirklich gut, muss ich sagen. Es sind natürlich nicht viele Stücke. Jedes Schwein, auch wie beim Filet, hat zwei Seiten. Das heißt, pro Schwein zwei so Spider-Stücke. Jetzt schneide ich den Hüftknochen raus. Dabei muss ich sehr sorgfältig sein, dass ich, je nachdem wie die Verwendung von dem Schinken ist, nichts unten drunter verletze. Wenn ich zum Beispiel einen Rohschinken mache, der gesalzen wird, bleibt dann 6 Wochen im Salz und wird danach im Rauch geräuchert. Dann will ich vermeiden, dass ich, wenn ich ausrutsche, tiefe Schnitte in den Schinken reinmache, weil auch da können sich wieder so feuchte Nester bilden. Und es ist besser, wenn das möglichst kompakt und geschlossen ist. Hier sieht man jetzt schon deutlich das Hüftgelenk. Diesen Knochen nennt man Schlossknochen, weil er die Form hat. Wenn man sich so ein altes Türschloss vorstellt, nicht wo so ein Sicherheitsschlüssel drin ist, sondern dann hatte der ja auch so ungefähr die Form. Und daher kommt der Name Schlossknochen. So sieht der Schinken aus, wenn jetzt nur noch die Röhre drin ist. Dieser Röhrenknochen oder Oberschenkelhalsknochen. Ich kann jetzt schon mal gerade sagen, der Schinken hat im Groben 4 Teilstücke. Das ist die Oberschale, unten drunter die Unterschale, das Kern im Prinzip, das ist der Kernschinken. Und im Metzgerhandwerk findet eigentlich ausschließlich dieser Kernschinken Verwendung für Kochschinken. Wir als Metzger arbeiten nicht mit Formfleisch. Das heißt, ein Formschinken, der wird aus vielen Stücken zusammengewürfelt, schon mager und ohne Sehnen, aber x-beliebig. Und wir machen aber in der Metzgerei den Schinken traditionell aus diesem einen Stück. Dann haben wir hier die Schweinenuss, ein rundliches, zartes Stück, auch mit einer kräftigen dunklen Farbe. Der findet Verwendung als Nussschinken, das heißt, er wird auch trocken gesalzen und geräuchert und dann in dünnen Scheiben aufgeschnitten.
im Laden. Früher hat man den auch Blasenschinken genannt, weil der wurde in eine Zellophantüte eingezogen oder in eine Blase vom Schwein. Dann wurde diese Blase, die wurde nach der Schlachtung geputzt, gesäubert und dann wurde der in dieser Blase nach dem Räuchern, nach dem Salzen reingesteckt, zugeschnürt, aufgehängt und im Rauch dann geräuchert. Und dadurch, dass die Blase außenrum war, war dieses Stück gut versiegelt und hat sich auch beim Bauern oder beim Metzger im Rauch über längere Zeit gut verwahrt. Und schlussendlich haben wir die Schweinehüfte. Die findet Verwendung als Hüftschinken. Bei uns heißt der Endenicher Hüftschinken. Eine Regionalbezeichnung, ideal auch als Schinkenkrustenbraten, einfach weil es so ein zartes Stück ist. Hat eine kleine Fettabdeckung, die ja beim Krustenbraten gewünscht ist. Und wenn die Schwarte dann schön eingeritzt ist in Rauten, dann tritt beim Braten im Backofen auch das Fett aus und übrig bleibt im Prinzip eine krosse Kruste. So. Aus diesem Schinken hier mache ich heute aus dem Kernstück einen Landschinken. Landschinken, der wird bei uns im Betrieb nicht gepresst, sondern der wird mit der Hand geschnürt. Das ist der Unterschied zu einem normalen Kochschinken. Das heißt, er hat eine Fettauflage, Fett als Geschmacksträger und auch gut für die Saftigkeit. Obendrauf wird der Fettdeckel entfernt. Im unteren Bereich bleibt die Schwarte und der Speck aber auf dem Schinken drauf. So, jetzt gibt es hier eine Naht zwischen der Ober- und Unterschale. Da schneide ich mit dem Messer rein. Setze oben am Knochen an. Und wenn die älteren Herrschaften so einen Gehwegeunfall haben oder einen Sturzunfall, dann haben die einen Oberschenkel-Halsknochenbruch und dann bedeutet das, dass diese Kapsel hier sich löst. Wenn man älter wird, da werden die Knochen spröde und dieses Stück bricht ab. Das ist für denjenigen in der Regel eine sehr schwierige Verletzung. Jetzt haben wir den Schinken von den Knochen befreit. Das Einzige, was noch drin ist, ist dieser kleine Knochen hier. Ich löse den mal raus, dann kann man das besser sehen. So, dann mache ich als erstes die Schweinenuss raus aus dem Schinken. Und die schneiden wir auch direkt was zu. Das heißt, außen das Fett schneiden wir ab, hier unten die Sehnen. Machen vorne einen Anschnitt dran. So kann man sich das Stück schon vorstellen, als leckeren Schweinebraten oder als zarten Nussschinken nachher. Jetzt schneide ich Schinkenspeck ab, die Schweinehüfte. Dabei muss ich schon aufpassen, dass ich da oben die Oberschale schön so hinlege und einen Schnitt durchführe, dass nachher das Stück, das Kernschinkenstück, auch einen geraden Anschnitt hat. Den Schinkenspeck schneiden wir auch zu. Im Prinzip außen anliegendes Magerfleisch wird auf den Häutchen entfernt. Die Bindegewebe, die was fester sind, parieren wir hier weg. Wenn man das hier sieht, das sind also schon feste Knochenpartien, Knorpelteilchen und so weiter. Die finden bei uns keine Verwendung. Die haben in der Wurst nichts zu suchen.